Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Anti-Irre-Führungsguide zu Overwatch. Ja, wie einige mitbekommen haben, wird Overwatch jetzt nun doch nicht Free-to-Play, sondern Buy-to-Pay. Und der Vorverkauf ist verfügbar. Ihr könnt über diesen tollen Battle.net-Browser auf dem PC Vorverkauf klicken. Ihr werdet direkt weitergeleitet zu einer Spielversion, die satte 59,99 kostet. Ja, ist schon ganz schön saftig. So. Was einem hier nicht sofort auffällt, die Jungs von Blizzard haben das ganz intelligent gemacht, die führen einen direkt zur Overwatch Origins Edition. So, der ein oder andere will die gar nicht haben, es gibt hier einige Ingame-Items, erlebt das Außergewöhnliche, bla bla bla, halt so, ne, Ingame-Quatsch für andere Spiele. So, manch einer möchte aber gar nicht so viel Geld dafür ausgeben und will diese Produkte gar nicht haben. Dann gehen wir nämlich hier oben auf Overwatch-Produkte, wir werden nämlich gleich einen Reiter weitergeleitet. So, und hier haben wir dann die Auswahl, Overwatch normal vorzubestellen für 39,99 oder halt als Origins Edition. Blizzard, nicht ganz nett, ne? Ist am Rande der Irreführung, aber rein rechtlich gesehen noch keine. Aber in diesem Sinne, liebe Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, was auch immer. Viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Mal im Stream. Euer Tobiwan. Musik. Nein, jetzt bin ich aber weg. Tschüss. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.